Hallo, ich heiße Katrin Keller und heute erzähle ich etwas über meinen Weg und was ich bis jetzt alles so erlebt habe. Also angefangen hat es wirklich, als ich halt Baby war, dadurch, dass ich aufgewachsen bin, eben auf dem Gestüt und meine Eltern das beruflich gemacht haben, saß ich, glaube ich, eher auf dem Pferd, als dass ich überhaupt laufen konnte. Ich kann mich eben noch wirklich sehr, sehr gut daran erinnern, wie ich vorne bei meinen Eltern vorne auf dem Sattel sitzen durfte und mit denen reiten durfte. Das war ganz, ganz, also was Besonderes für mich. Und einmal durfte ich sogar bei meinem Vater vorne bei Caprimund vorne mit drauf sitzen. Und das war natürlich einer der schönsten Hengste, die es derzeit gab. Und ja, das sind so meine Erinnerungen an ganz früher. Und dann haben wir natürlich mit den kleinen Ponys angefangen und ja, bis heute. Flohstan, also hat für mich eine ganz, ganz große Bedeutung, weil der war wirklich das erste Pferd, mit dem ich meine großen Turniere reiten durfte. Ich habe den mit 13 Jahren bekommen und habe den eigentlich durch Zufall bekommen. Er war gar nicht für mich eigentlich, oder meine Eltern hatten ihn nicht für mich gekauft, sondern er sollte weiterverkauft werden. Und dann wollte ich mein silbernes Reitabzeichen machen und mein damaliges Pferd war immer so ein bisschen, dass er auch mal umdrehen konnte und nicht so sicher. Und dann haben meine Eltern ganz spontan gesagt, komm, reit den. Ich habe ihn vorher zweimal geritten. Und dann ging das so super, dass ich ihn behalten durfte. Und dann bin ich in dem gleichen Jahr schon Landesmeisterin geworden und war Vierte auf den deutschen Meisterschaften bei den Junioren. Und dann bin ich mit den Europameisterschaften geritten und Deutsche und Preis der Besten und Weltcup. Also alles, was man so in Junioren, jungen Reiterzeit reiten durfte und konnte, habe ich mit ihm halt zusammen erlebt. Und goldenes Reitabzeichen habe ich mit ihm auch gehabt. Mit 14 habe ich das mit ihm fertig gehabt. Ja, das war halt all diese Sachen, das sind so, habe ich alles ihm zu verdanken, weil ohne ihn wäre das nicht gegangen. Ich habe natürlich ganz, ganz viele tolle Erfolge gehabt, aber ich habe eben auch Niederlagen erlebt. Also es war auch so, dass Flohstam eben auch mal zum Championat krank war. Und dann war er aber, also ich finde, das ist eigentlich eine schöne Geschichte gewesen damals. Es war für mich natürlich ein sehr, sehr bedrückend, oder also ich war sehr traurig, dass er zu den Europameisterschaften dann krank war. Und ich durfte kleine Touren in Aachen reiten. Und dann war er auch krank und ich konnte natürlich nicht teilnehmen und war eben sehr niedergeschlagen und musste damit auch lernen, umzugehen. Dafür war er dann aber auf den deutschen Meisterschaften so fit, dass wir deutscher Meister geworden sind. Und damals habe ich eben sehr, sehr früh gelernt, dass es halt nicht immer nur bergauf, auch bergab, aber es geht immer wieder bergauf. Ich war nach meinem Abitur, war ich dort 4 Monate in Saumur im Cadre Noir und hatte 3 Pferde dort mit zum Training. Und durfte eben mit dem Philipp, dem Leiter der, oder früher war er der Leiter der Schule des Cadre Noirs, und da hatte er ein junges Pferd zur Ausbildung und dann war ich quasi so ein bisschen das Versuchskaninchen, dass ich eben mit ihm zusammen trainieren durfte. Ich saß eben drauf und habe eben alle Lektionen der Hohen Schule mit ihm zusammen gemacht. Also man hat auch danach, muss ich sagen, als ich nach Hause kam, man war auch abgehärtet. Also jetzt so, wenn ein Pferd gestiegen ist oder gebockt hat, das war auch nicht so schlimm, wenn man das eben in Anführungszeichen gelernt hat, wie es ist. Also es war ganz gut. Ich denke, man muss einfach fit sein. Also genau wie jeder andere Sportler auch. Also das Pferd muss fit sein, soll trainiert sein, aber der Reiter muss auch fit sein. Und ich bin nun mal Berufsreiter und wenn man einige Pferde hintereinander reitet, muss man, ist das natürlich körperlich anstrengend, weil wäre es nicht anstrengend, dann würde ich auch nicht arbeiten. Also man muss schon eben auch fit sein, dass man das auch eben körperlich auch gut aushalten kann, dass man wirklich vom ersten bis zum letzten Pferd auch die Konzentration halten kann. Am besten ist es eben, wenn man auch Ausgleichssport macht nebenbei. Ich habe eine Zeit lang wirklich mit einem Personal Trainer gearbeitet. Und jetzt in der Turnierzeit, wo ich halt nicht so viel Zeit hatte zum Fahren, weil wir das eben zusammen in Diepholz gemacht haben. Und tatsächlich habe ich morgen meine erste Yogastunde, was ich denke auch sehr, sehr gut ist, einfach für die Beweglichkeit, Konzentration, auch eben mental auch fit zu sein. Und wollen mal schauen, was das wird. So, jetzt habt ihr etwas über meinen Weg gehört und beim nächsten Mal stelle ich euch mein Team vor.